Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wir haben uns auf den Panther Xenobasher gebaut. Eine neue Panther für uns. Schauen, wie es da hinten mit der Verstärkung ausschaut. Den Weltraum nicht gebaut. Das habe ich glaube ich auch noch gar nicht fertig gemacht gehabt, weil für die Motoren brauchen wir auch schon Stahl. Das ist dann ziemlich teuer. So. Der bekommt natürlich nicht genug Stahl. Aber genau deswegen machen wir uns jetzt dann auf den Weg zu den Kunden, sobald es wieder hell wird. Können und die Fabrik ein bisschen beschleunigen, ein bisschen Overclocking betreiben. Also wie man einen Prozessor und eine Grafikkarte übertanken kann, kann man auch die Maschinen hier übertanken. Schallproduktion kommt als nächstes. Mal schauen, dass wir die Sachen dafür zusammensammeln. Sobald der Pod wieder da ist, können wir eigentlich gleich wieder rausschicken. Müsste also bald alles haben. Die Rahmen haben wir. Drehte haben wir nicht. Das sind aber genau 15 pro Minute. Wir haben ungefähr 30 pro Minute. Also passt das zusammen. Das können wir selber produzieren. Vielleicht manche Stellen das nicht nehmen. Der Kopf wird gleich wieder da sein, es wird auch langsam Tag. Problem mehr, zumindest solange wir nicht über 500 Megawatt brauchen. Wenn wieder da ist, weil wir nicht sind. Knapp 3 Minuten fast. Also da
das hier haben. Sie gar nicht hinsetzen, wenn sie gleich weiterfliegen. Stahlproduktion. Milestone reached. Steel production unlocked. Foundry and improved miner included to ensure efficiency of new pipelines. A collection of new, more complex parts is now available for crafting. Sehr praktisch, neue Miner, damit können wir doppelt so viel abbauen jetzt. Auch Kohle natürlich. Da oben ist eine Schnecke, aber da ist leider alles vergiftet. Damit können wir natürlich. Damit können wir auch doppelt so viel Energie potenziell natürlich bekommen. Die Kohleproduktion damit verdoppeln. Ist schon so eine Schnecke. Eine grüne Elektroschnecke. Gibt's auch in Gelb, die sind gleich deutlich besser dann. Sagt man uns gar nichts dazu. Keiner was. So, jetzt werden wir dann erst beim R&D erfahren, also sehr vorstand.
auch solche, die hängen eben oft so an Klippen oder so, an Abgründen. Ich kann mich erinnern, letztes Mal hatte ich hier auch mal eine gefunden. Hier in der Gegend. Wird schon wieder Nacht. Die Sonne geht das doch. Macht viel. Okay. Xeno werden wir gleich mal bashen. drei Treffer reichen jetzt für die. Schon. Das war beim Abgrund. Ich schätze mal, man kann dort auch nicht runter einfach. Man wird da wahrscheinlich in nichts fallen oder so. Aber es ist ein ziemlicher Anblick dort. Das ist der Gegner. Die haben sogar zwei gleich. Zuschlag reichen scheinbar auf die zweite. Seht euch das an. Da geht's tief runter. Schauen wir, dass da keiner runterstößt. Das sieht so aus, als könnte man da weg. Ist auch mal interessant, da runter zu springen. Um zu sehen, was gibt's da. Also ohne wirklich alles ablegen, damit man ja nichts verliert, weil man da nicht mehr hochkommt, sind die Sachen dann unwiderruflich nicht verloren. Und dann ist es halt Minecraft. So, haben wir schon zwei. Eine echt coole Umgebung. Ob es nachher auch so random erstellte Karten gibt, wo die immer hart gemacht werden. Ah, da gibt es ein Artefakt. Ich frage mich, was die machen können. Bis jetzt können sie noch nichts. Da jetzt noch dabei noch Work in Progress. Ja, ich schon öfters angegriffen, die kann man glaube ich auch nicht killen, glaube ich. Und wenn, dann halten sie wirklich unglaublich viel aus. Es gibt auch schon eine Schusswaffe zum Freischalten, zumindest eine, die irgendwie so ein Bolzenschießgerät. Was aber wirklich zur Verteidigung gedacht ist und nicht zum Arbeiten. Vögel. Nicht wegfliegen. Schön, dass er hier nicht alles umbringen will. Ah, da gibt es wieder Kalkstein. Sieht sich eigentlich mit Kohle aus. Nein, also da kriegt man ziemlich viel. Naja, nicht viel Kohle hier in der Gegend.
Kupfer gibt's ja viel. Gleich da mal ausklagen. Daneben. Komm her. Wenn du dich traust. Zähmen dann. Hallo. Ja, und wie streichle ich den oder muss ich da die Sachen ablegen? Warte, wo bist du denn hin? Nee, das ist ablegen, habe ich gesagt. Hm, geht wohl noch nicht. Echsenhund. Und jede Menge Bären. Sein Gesundheitsfeld komplett. Nun, wir haben erst 2 Schnecken gefunden, das ist nicht viel. Warum sehe ich 2-mal hintereinander, wenn wir sehen, dass 2 Schnecken gekillt sind, sonst geht es nicht. Der ist groß. Der hat mehr Power. Aber er ist nicht so extrem aggressiv. Zum Glück Fallschaden. Aufpassen. Ja, stimmt, der hat ne. Ich weiß nicht, wie viel wir vorher gehabt haben, ob der nur einen gebracht hat oder mehr. Na, egal. Wir haben zumindest 8 Stück, das ist schon mal gut. Was war das hier? Ein Vogel. Hoppla. Flag. Was hat denn die Zeit? Ein bisschen haben wir noch. Boxit. Was ist das? Das ist Sam-Erz. Wow, wow, wow. Hey, hey, hey. Seltsames Alien-Metall, das von neuen Möglichkeiten strahlt. Okay. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Umständen müssen wir das nämlich erforschen. Das war aber auch das einzige, das war kein Vorkommen, sondern ein Felsen.
Versteckgeld, das Versteckgeld. Eine grüne. Ach, schön zusammen. Upgrade oder so geben. Hey! Ist was abgestürzt. Wo ist der Rest? Muss ja was geben. Ich weiß nicht, ich habe schon einmal sowas gefunden. Da gab es eine Festplatte. Die konnte man auch erforschen und also damit man halt ihren Inhalt entschlüsselt. Dann gab es ein Schraubenrezept, ein anderes, dass man es, glaube ich, direkt aus Eisen herstellen konnte. Da gab es ein neues Rezept für das, was man eh schon kennt, aber es halt unter Umständen effizienter ist. Beziehungsweise gab es da, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Das konnte man sich, glaube ich, aussuchen, ob man will, dass man aus dem gleichen Rezept mehr rausbekommt oder sowas. Neues Rezept oder das? Ich glaube, so war das. Wisst ihr? Sehen keiner. Wo versteckst du dich? Da hinten! Und wieder Kalkstein. So, Freunde, das war's aber für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!